The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Untersuchungsgericht. Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen zum Recht voran. Bei einigen aber werden sie hernach offenbar. Das Untersuchungsgericht und die Ausbildung der Sünden muss vor der Wiederkunft des Herrn beendet sein. Die Toten werden aufgrund dessen gerichtet werden, was in den Büchern geschrieben steht. Darum können die Sünden der Menschen erst nach der Gerichtsverhandlung ausgelöscht werden, in der ihr Fall untersucht werden soll. Wenn das Untersuchungsgericht beendet ist, wird Christus kommen und sein Lohn mit ihm, um jedem zu geben, wie seine Werke sein werden. Alle sollen nach dem gerichtet werden, was in den Büchern geschrieben steht, und ihren Werken entsprechend belohnt werden. Dieses Gericht findet nicht beim Tod des Menschen statt. Im symbolischen Schattendienst begab sich der Hohepriester vor die Versammlung, nachdem er Israel versöhnt hatte. So wird auch Christus nach Beendigung seines Mittlerdienstes und Sünde zum Heil erscheinen, um sein wartendes Volk mit dem Segen ewigen Lebens zu beschenken. Wie der Priester die Sünden aus dem Heiligtum entfernte, indem er sie über den Kopf des Ziegenbocks bekannte, so wird Christus all diese Sünden aus der Abhand legen, der die Sünde eingeführt und sie ihr angestiftet hat. Der Ziegenbock, der die Sünden Israels trug, wurde in die Wüste geschickt. So wird auch Satan mitsamt der Schuld für alle Sünden, zu denen er Gottes Volk angestiftet hat, für 1000 Jahre auf die zu jener Zeit wüsten, unbewohnten Erde verbannt werden. Schließlich wird er die volle Strafe für die Sünde im Feuer empfangen, das alle Bösen vernichten wird. Wenige, ja, nur einige wenige von der großen Zahl der Menschen, die die Erde bevölkern, werden vom ewigen Leben gerettet werden, während die Massen, die es versäumt haben, durch Gehorsam gegen die Wahrheit an der Vervollkommnung ihrer Seelen zu arbeiten, zum zweiten Tod bestimmt werden. Während die Sünden der reumütigen Gläubigen aus dem Heiligtum entfernt werden, soll es dem Volk Gottes auf Erden ein besonderes Werk der Reinigung, der Beseitigung der Sünde geben.